Willkommen, meine hochverehrten Zuschauer, zurück zu einem weiteren TopClor Warhammer 2 News Video. Es ist mal wieder ein neuer DLC angekündigt worden. Dazu gibt es ein Video. Den Link zum Original findet ihr wie immer unter der Videobeschreibung. Wir gucken ihn uns erstmal zusammen an, um zu sehen, was uns bald erwarten wird. Und ich übersetze es euch auch gerne. Eine Vision kommt zu mir. Bösartig, grotesk, lüsternd, der Gestank von Tod und die Schreie des Schmerzens, das Ritual der Todesnacht. Ich fühle es in den Wäldern, ich spüre es in der Luft. Die Verfluchtheit wächst, das Chaos breitet sich über mein wunderschönes Land aus. Das Schwert des Kain, der Hexenmacher, der Witwenmacher. Ich weiß, du suchst ihn. Aber deine Bemühungen sind wertlos, denn ich, Alariel, die Immerkönigin, Mutter von allem, bringe das Licht, um deine Dunkelheit zu beenden, alte Frau Helleborn. Nun, und damit ist es klar, der nächste DLC, der rauskommen wird, nennt sich The Queen and the Crown und bringt Aktualisierungen, neue Regiments of Renown für einerseits die Hochelfen und andererseits die Dunkelelfen zu Total War Warhammer 2. Und es kommt am 31. Mai raus, zusammen übrigens mit dem Norska-Update und all den anderen legendären Regiments of Renown, die uns genommen worden sind mit dem Start von Total War Warhammer 2. Es gibt zwei neue legendäre Lords, einen für die Hochelfen, einen für die Dunkelelfen. Bei den Dunkelelfen ist es eine Kriegerin namens Hellebronn, eine ja, Morati-ähnliche Todeshexe, die allerdings nicht immer jung ist, sondern eher immer älter wird und die Jugend sucht. Und auf der Seite der Hochelfen haben wir die Immerkönigin Alariel, die so wie es aussieht, so ein bisschen Hybrid zwischen Waldelfen, wenn wir das hier so sehen, und den Hochelfen sein wird. Sie hat offensichtlich die Fähigkeit, nicht nur diverse Baumschrate zu beschwören und wohl auch so einen besonderen Baummenschen, auch ihre ganze besondere Infanterie scheint aus Fernkämpfern zu bestehen. Wir sehen im Trailer auch eine ganze Menge neue Einheiten. Springen wir hier mal kurz ein kleines bisschen durch. Ein paar Dinge hat man neu gesehen, die Harpien kennen wir schon. Am besten, wir lassen es einfach mal durchspielen. Ich muss sagen, aber ehrlich gesagt, der Trailer, was Trailer angeht für DLCs, finde ich den schon relativ schwach. Na, hier haben wir irgendwie eine neue Art von Speerträgern im Hintergrund. Und die Typen hier, die sehen auch nicht aus wie Phönixgarde und oder die Schwertmeister. Das sind wahrscheinlich legendäre Regimente, die wir hier auf dem Feld sehen. Und auch diese Einheit hier ist irgendeine Art Bogenschützenregiment, was mehr wie Fernkämpfer, also was mehr wie Waldelfen aussieht. Hier eine neue Kavallerieeinheit für die Dunkelelfen mit Naked Eyes, die wahrscheinlich wild sein werden. Und ein legendäres Regiment Hexenkriegerinnen mit roten Haaren. Da haben wir den Blutkelch, bisschen den Hexenkessel, der eines der Reittiere von dieser neuen Hellebronn sein wird. Und wir sehen hier oben eine neue fliegende Kavallerieeinheit, die die Dunkelelfen erhalten werden. Denn natürlich ist das wichtig, denn die Dunkelelfen hatten sowieso noch nicht wirklich lächerlich alles in ihrem Arsenal der Armee. Nein, sie müssen jetzt noch mehr bekommen und am besten noch legendäre Regimenter, die sie noch stärker machen können. Hier sehen wir eine Zaubersprüche, hier werden Baumschrate
beschworen. Dryaden werden vermutlich auch beschworen können, werden können. Und dieser Baumensch ist jetzt auch irgendwie dabei, die Hochelfen in den Kampf bringen können. Und Adler gibt's auch. Das wird auch eines der Reittiere sein von Alariel, der Immerkönigin. Sehen wir sonst noch irgendwas Neues? Die neuen Bogenschützen haben wir schon gesehen. Und die machen vermutlich lächerlich hohen Schaden. Ich bin gespannt, wie sich das spielen wird. Und ob das die Spielbalance nicht vielleicht zu sehr in Richtung Dunkelelfen verschieben wird und ein bisschen weiter weg vom Imperium. Das würde mich ein bisschen stören. Wir haben jetzt gerade auch eine neue, wahrscheinlich Hybrideinheit gesehen, die Hochelfen bekommen werden. Erinnert mich ein bisschen an die Korsaren der Schwarzen Arche. Gut, aber genug davon. Warum hat mir dieser Trailer nicht so gut gefallen? Nun, irgendwie wird überhaupt gar nicht so richtig gekämpft, so keine Zweikämpfe, alle schlagen die ganze Zeit nur irgendwie im Nichts herum, was ich ein bisschen komisch gefunden habe. Aber sei es drum, es gibt auch ein kleines Update bezüglich dem, Moment, mal kurz ein bisschen Musik in den Hintergrund rein, damit sich das nicht so leer anhört. Nebenbei. Es gibt auch eine kleine Beschreibung zu diesem DLC, dem neuen DLC. Er wird, wie viel würde er kosten? 6,74 € für ein paar neue Regimenter, für ein paar neue Kampagnen und so. Puh. Ja, ich hätte eigentlich erwartet, dass man eine ganze neue Fraktion dafür bekommt, aber okay, sei es drum. Ist jetzt halt so. Was gibt's in diesem neuen Lordpick drin? Zwei neue legendäre Lords mit neuer Questkette, neuen magischen Items und Fähigkeitsbäumen. Na gut, ich bin mal gespannt, ob das wirklich so großartig neu sein wird. Wir werden sehen. Neue Kampagnenmechaniken und Ziele. Einen neuen Heldentyp für die Hochelfen und einen neuen Lordtyp für die Dunkelelfen. Und neue Einheiten für das Schlachtfeld für beide Rassen. Da haben wir jetzt schon einige gesehen. Sowie 16 neue Elite Regiments of Renown. Zusätzlich zu all den Inhalten, die mit dem Norska-Patch dazukommen. Aber das werden wir auch so erhalten, ohne dass wir für dieses Update bezahlen müssen. Es gibt Alariel, The Radiant, The Ever Queen, also die scheinende Immerkönigin. Und die ist Teil der Hochelfenfraktion, wie schon erwartet. Und ihre Kraft ist die Natur selbst. Sie reist durch die Elfenländer und bringt Freude zu all den Leuten. Leute, das sind spitze Ohren. Elfdinger sind Leute, also wirklich. Aber sie erhöht die öffentliche Ordnung und reduziert Korruption. Aber wenn das Chaos in die Welt kommt, werden ihre Kräfte schwächer. Und wenn man Chaosarmeen besiegt, werden ihre Kräfte wieder stärker. Alles klar. Sie wird verschiedene Zauberlehren dabei haben, ähnlich wahrscheinlich wie Mazda Mundi. Und wird vielleicht nützlich, vielleicht weniger nützlich sein. Wir werden sehen. Sie sucht den Stern von Avalon, ein legendäres Item. Sie wird in der Lage sein, ein Elfenross, ein Itilmar-Ross und einen großen Adler, einen Riesenadler zu reiten. Und kann Dryaden, Baumschrate und Baummenschen rekrutieren und so wie es aussieht auch beschwören. Dann hat sie eine neue einzigartige Kampagnenmechanik, die genannt wird Verteidiger von Ulthuan und ihre Aufgabe ist es, die inneren und äußeren Territorien der Hochelfenheimat frei von feindlicher Besatzung zu halten. Naja, das sollte ja nicht so schwer sein. Bei den Hochelfen kommt eh niemand vorbei. Insofern. Also sie hat außerdem Zugang zu einer weiteren einzigartigen Rite, die Beschwörung von Liliat. Wenn die aktiviert wird, bringt sie eine Reihe von Vorteilen zu Handmaidens, Sisters of Avalon und Dryads. Das sind vermutlich neue Einheitentypen, die dann besser werden. Na gut, so viel zu den Hochelfen. Ja, ganz nett. Wenn ihr viel Kampagne spielt, bringt euch das sicherlich ein bisschen mehr Spaß. Übrigens, auch wenn unsere Skaven-Kampagne zu Ende gegangen ist, werden wir auch einen dieser neuen legendären Lords als Führer der nächsten Kampagne wählen. Für die Dunkelelfen kommt Crown Hellebron dazu, also die alte Frau Hellebron. Sie beginnt in Har-Garneth, der Straße der Schädel. Achso, beide Kampagnen sind für die Vortex- und die Mortal Empires-Kampagne verfügbar. Sie führt die Mächte von Har-Garneth an. Und kann gelegentlich eine sogenannte Todesnacht herbeirufen. Und dann gibt man die Sklavenressource, die man mit den Dunkelelfen hat, aus, um ihre Kräfte zu erhalten.
Wenn man diese Riten nicht regelmäßig hält, hat es einen negativen Effekt auf Hellebronn. Okay. Und jedes Mal, wenn man sie herbeiruft, diese Todesnacht, werden die in der Nähe gelegenen Dunkelelfen eine Blutreise beginnen und sie werden eine Armee ausheben, die für Crone Hellebronn kämpft. Also, das heißt wohl, das ist wie so ein Org War, würde ich mal sagen. Dann macht diese Rite und dann ist praktisch der Dunkelelfen War da, der für euch so ein bisschen kämpft. Wenn man sie wählt, bekommt man einen Upkeep, also Kostenreduktion ründlich für Hexenkriegerin und die Henker von Haganeth sowie Sisters of Slaughter. Bin mir jetzt nicht ganz sicher, was das jetzt für Einheiten sind. Sind es entweder Hexenkriegerin oder neue Einheiten, die dazukommen? Weiß jetzt nicht, weil ich nicht mehr die englische Version von Total Warhammer spiele, aber gut. Diese Einheiten können auch verbessert werden durch ihren Skilltree, bla bla bla, und sie sucht für ihre Quest die Todesschwerte und die verdammte Klinge, oder die verfluchte Klinge. Sie wird ein Dunkelross reiten können, den Hexenkessel und einen Manticore. Sie hat eine einzigartige Rite, nämlich Opfert für Drakira. Wenn diese aktiviert wird, erhält sie einen Bonus, wenn sie gegen Hochelfen kämpft und ihre diplomatischen Beziehungen zu Hochelfen werden gesenkt. Nun gut. Und Todeshexen und Hexenelf an Einheiten bekommen Erfahrungsboni. Gut, ja, ganz okay. Ihr könnt gerne in die Kommentare schreiben, welcher dieser Lords ihr gerne für die nächste Kampagne sehen wollt. Ja, was geht, wenn noch ein paar weitere Fragen geklärt? Man kann beide in beiden Kampagnen spielen. Dieses Update kommt zusammen mit dem Norska-Update und dem 30. Jubiläum Regiment of Renown-Update, die damals für Warhammer 1 erschienen sind, und zwar am 31. Mai. Wie erwartet, am allerletzten Tag. Natürlich, wenn jemand irgendwo bei einer Firma Mai oder Ende Mai sagt, dann heißt es immer der allerletzte Tag. Oder vielleicht im besten Fall die letzte Woche. Gut, ihr könnt euch diese 30 Jahre Jubiläumsregimenter kostenlos holen, wenn ihr hier euch bei Total War Access registriert und hier drauf geht. Habe ich auch ein Video dazu gemacht. Ich hoffe, ich vergesse nicht, es zu verlinken. Mit den legendären Lords kann man auch um den Vortex kämpfen, um ihn zu kontrollieren. Es wird auch noch kostenlosen Content mit diesem DLC kommen, für den man nicht zahlen muss, den kriegt man so. Und zwar gibt es einen weiteren legendären Lord mit dem Namen Alit Anar. Und so wie ich das verstehe, ist Alit Anar auch ein Hochelfenlord mit einer eigenen neuen Einheit, nämlich den Schattenläufern. Und angeblich werden wir hier weitere noch Informationen dazu erhalten. Das sogenannte Resurgent Update, mit dem auch dieses Queen and the Crown DLC herauskommt, wird eine Reihe von Änderungen, Verbesserungen und neuen Features zu Total Warhammer 2 dazu bringen, egal ob man den DLC kauft oder nicht. Und ich vermute, sie werden das Imperium noch weiter schwächen, denn es muss ja sein, sie sind noch zu OP. Ich gehe davon aus, die Demigreifen werden entfernt und alle Lords werden ersetzt mit Balthasar Geld, allerdings ohne Zaubersprüche. Musketen werden nur noch eine Reichweite von 50 haben. Ja, ich nehme an, das wird die Änderung sein, die für das Imperium unter anderem kommt. ihr könnt gerne eure Spekulationen unter die Kommentare schreiben und das Beste kriegt von mir ein Herz. Wartet es gerne mit dem Like-Button ab. Das Verrückteste und die beste Idee für eine Änderung der bestehenden Rassen kriegt von mir ein Herzchen. Einige der Änderungen, die außerdem noch mit diesem DLC kommen, wurden in den Tuesday Newsdays released. Dazu habe ich auch Videos gemacht. Ich hoffe, ich vergesse sie auch nicht hier ins Ausrufezeichen zu packen. Und es gibt angeblich noch weitere Neuigkeiten, von denen wir vermutlich dann nächsten Dienstag hören werden. Wir sind gespannt. Any Content Postries? Aber das ist nicht alles! Nein, es ist nicht alles, sondern die Druki, also die Dunkelelfen, besitzen noch eine dunkle und mächtige Waffe. Wenn das Blut in den Flüssen fließt und die Luft voller Tod ist,
werden die Ketten brechen und dieses monströse Geheimnis wird befreit werden. Alles klar. Was auch immer. Vielleicht könnt ihr was damit anfangen. Ich leider nicht. Das sind soweit die Neuigkeiten zu diesem DLC. Ich werde ihn mir natürlich holen und euch darüber informieren. Ist okay, kostet es nicht so viel. Ob sich der Content lohnt, sagen wir dahingestellt. Ich bin froh, dass wenigstens endlich mal wieder ein Update kommt. Ich hoffe, das Balance-Update wird nicht ganz so schlimm sein und die neuen Kampagnen was taugen. Schreibt unter die Kommentare, welche der zwei neuen legendären Lords ihr bei mir als nächste Kampagne sehen wollt. Dann spielen wir die. Ich freue mich auf eure Kommentare unter den Videos. Lasst gerne ein Like da. Übrigens, wenn ihr euch Total War 2 oder 1 oder in den DLCs holen wollt, dann könnt ihr es bei meinem Moga-Link unter dem Video machen. Den gibt es da nichts zum Vorbestellen. Müsst es euch dann halt holen, wenn es rauskommt. Aber Vorbestellen ist sowieso keine gute Herangehensweise daran. Das gibt den Spieleherstellern nur falsche Anreize. Ich bedanke mich fürs Zusehen, ich hoffe es hat euch gefallen und ihr freut euch über diese News-Videos. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.